Zurückgekehrt aus dem Urlaub stelle ich mit Erstaunen fest, der normale Wahnsinn läuft einfach weiter wie bisher. Und damit allerherzlichst willkommen, meine Damen und Herren, wieder zu den Ausblicken, zu den Videos über die Märkte, die sich ja eigentlich um drei große Themenkomplexe drehen. Da haben wir zunächst mal die Notenbanken mit der Enttäuschung letzten Woche mit der EZB. Diese Woche haben wir die Fed, das wird natürlich das absolute Highlight. Wir haben die Bank of England, die Bank of Japan. Also drei große Notenbanken, die in dieser Woche ihrer Sicht der Dinge berichten werden. Dann haben wir das, was man als Realwirtschaft bezeichnen könnte, als zweiten Punkt mit den Unternehmenszahlen. Naja, die waren so ein bisschen gemischt zuletzt. Wir hatten sehr, sehr gute Zahlen von Microsoft. Auch Google war sehr, sehr stark. Wir waren dagegen eher enttäuscht von Amazon, von Caterpillar, vor allem von Boeing, diesen Industrieschwergewichten, aber auch Tesla, Netflix waren nicht so wirklich besonders, um es mal so zu formulieren. Und wir haben dann den dritten Komplex, das ist der politische Komplex, das ist Donald Trump, das ist der Handelskrieg. Da wird es so sein beim Handelskrieg, nämlich dass heute Lighthizer und Mnuchin nach China reisen, nach Shanghai, diesmal nicht nach Peking wie die letzten Male. Man erhofft sich wohl von dem Ortswechsel ein bisschen einen frischen Wind möglicherweise. Jedenfalls hatte Trump kürzlich gesagt, naja, die Chinesen glauben wahrscheinlich, dass sie erst mal 2020 abwarten wollen, keinen Deal machen wollen bis 2020, weil sie dann hoffen, dass ich abgelöst werde, die Wahl verliere und sie dann mit Demokraten einen Deal schließen könnten. Naja, das ist mal wieder Trump. Wir haben dann auf der anderen Seite dieses Verfahren, das jetzt eingeleitet wurde, diese Untersuchung durch das US-Justizministerium über die drei, vier, fünf großen US-Tech-Konzerne, Kartellverfahren. Man sagte, hier ist die Stellung zu dominant. Das hatte die Tech-Werte kurz mal ein bisschen beeindruckt, um dann aber letztlich doch wieder neue Allzeithochs zu erreichen. Also der Markt entkoppelt sich immer mehr von fundamentalen Dingen. Die Notenbanken entkoppeln sich immer mehr von der Realität. Das kann man alles wunderschön zeigen und genau das will ich jetzt mal machen, was da eigentlich hier passiert. Wir haben ja die EZB gesehen am letzten Donnerstag mit einem Mario Draghi, der offenkundig so ein bisschen sich raushalten wollte aus der Geschichte, deswegen gesagt hat, naja, wir haben einen Arbeitskreis gegründet. Wenn du nicht mehr weiter weißt, dann gründe einen Arbeitskreis, heißt es ja. Da hat Mario praktisch ein bisschen die Entscheidung weg von sich verschoben, um wahrscheinlich der Nachfolgerin Lagarde die Geschichte nicht zu schwierig zu machen und das Ganze nicht wie so eine Draghi-Aktion erscheinen zu lassen. Jedenfalls wird die EZB wohl weitermachen mit Zinssenkungen, den Wahnsinn also noch weiter auf die Spitze treiben. Wir sehen hier die Bilanzsumme der EZB, die ist konstant gestiegen. Und wenn wir das mal abgleichen, etwa mit den Einkaufsmanager-Indizes Produktion, dann sehen wir hier, ist also das, was die EZB an Quantitative Easing betrieben hat, an Zinssenkungen betrieben hat, im Grunde ziemlich verpufft, hat nicht so wahnsinnig viel gebracht. Das sieht man auch besonders gut in Sachen Inflation. Wir sehen hier, die Bilanzsumme der EZB geht immer weiter nach oben, vor allem durch die Anleihekäufe. Aber die Inflation, die pendelt zwischen 0,8 und 1,2%. Das bringt also alles nichts. Und das Erstaunliche ist immer wieder, dass die Notenbanken, das vor allem die EZB, das vor allem Mario Draghi nicht einsehen wollen, dass es nichts mehr bringt, sondern einfach weitermachen wie bisher, eben wie ein Arzt, der eine Medikation entwickelt hat, feststellt, die wirkt nicht, also muss ich die Dosis verdoppeln, verdreifachen, dann wirkt sie vielleicht. Das ist natürlich nicht gerade so wirklich logisch, was da passiert. Und dementsprechend werden wir eben diesen normalen Wahnsinn eskalieren sehen, möglicherweise schon für jeden von uns mit den Negativzinsen auf seinem Girokonto. Das ist eigentlich der schon fortgesetzte, nicht mehr normale, sondern der fortgesetzte Wahnsinn, den wir dann wahrscheinlich erleben werden. Das ist letztendlich dann oder wird letztendlich dann kulminieren in einer absoluten Flucht in die Vermögenspreise. Immobilienpreise werden weiter nach oben gehen. Damit wird die Leistbarkeit von Immobilien für die meisten immer geringer. Wir haben jetzt schon die höchste Kreditaufnahme seit Jahren, was die Immobilienkredite in Deutschland betrifft. Die Leute müssen also immer mehr Geld aufnehmen, selbst wenn sie relativ viel Eigenkapital haben, weil eben die Preise so massiv steigen. Es ist ein Rätsel, warum die Notenbanken einfach
jetzt schon in einer Situation agieren, die so dramatisch ja nicht ist. Natürlich geht es bergab mit der Konjunktur, vor allem mit der Industrie in Deutschland besonders, das ist schon klar, aber muss man jetzt schon all in gehen, muss man jetzt schon wieder alles tun, um den Schmerz zu vermeiden, das ist die große Frage. Wir stehen insgesamt ja vor der Frage, ob wir es jetzt zu tun haben mit einem Abschwung innerhalb eines noch bestehenden Aufwärtszyklus oder ob es eben schon jetzt die Situation vor der Rezession ist. Wir haben hier zum Beispiel in den Jahren 1984, 95 und 1998 die Situation gehabt, da hat die Fed noch den normalen Zyklus, den Aufschwungzyklus retten können durch Zinssenkungen. Das hat sie aber nicht geschafft. 89, 2001 und 2007 sind wir also jetzt kurz vor einer Situation, wo wir hier wirklich ins Minus rutschen oder eben nicht. Das ist die grundsätzliche Frage. In den USA selbst ist die Lage so, dass wir praktisch vor allem durch die Buybacks, durch die Aktienrückkäufe nach wie vor eine sehr solide Bewertung haben, um es mal vorsichtig zu formulieren, an den Märkten. Wir sehen, dass etwa hier die Situation immer weiter auseinanderdriftet zwischen dem Economic Surprise Index und der Entwicklung der Aktienmärkte. Wir haben jetzt die Situation, dass wir schon Bewertungsniveaus haben, die es selten so gab. Derzeit ist der US-Aktienmarkt bewertet mit 144,8% des US-BIPs. Wir hatten den höchsten Wert bislang in der Geschichte im Jahr 2017 mit 154%. Die zwei vorherigen Peaks, die Höchststände also, waren im Jahr 2000 bei 146%, also nur ein Ticken drüber im Jahr 2000, New Economy Blase, wir erinnern uns, und 2007, kurz vor Platzen der Finanzmarktblase oder der Hausmarktblase in den USA, waren wir bei 137%. Wir sind also durchaus in Sachen Bewertung nach wie vor extremst hoch bewertet, aber das stört offenkundig niemand. Das ist eben der ganz normale Wahnsinn. Wenn die Notenbanken die Märkte so manipulieren, muss irgendwo die Liquidität hin und sie fließt dann auch dahin, wo es relativ irrational ist. Wir sehen, dass 14 Billionen an Anleihen praktisch negative Renditen haben. Wir sehen, dass Firmen wie Beyond Meat, die heute ihre Zahlen vorlegen werden, Bewertungsniveaus haben, die schon jenseits aller astronomischen Kennzeichen sind. Also das sind so die Dinge, die letztendlich völlig aus dem Ruder laufen. Und dann sagen die einen oder anderen, ja, egal, dann machen wir einfach mit. Das kann man ja einfach machen. Okay, aber meine Aufgabe ist es eben, diesen Wahnsinn zu benennen und nicht einfach so zu tun, als wäre er normal. Schauen wir uns die Charts an, schauen wir uns die Dinge an, wie sie derzeit sich darstellen. Wir sehen hier am Donnerstag die Enttäuschung über das Unkonkrete, über die wenig verheißungsvollen Aussagen von Mario Draghi und der EZB. So richtig erholt hat sich der DAX, den wir hier sehen, davon noch nicht. Wir sind aktuell bei 12.384, auch der S&P ist überraschenderweise wenig gut gelaunt gewesen an diesem Donnerstag, konnte sich dann aber deutlicher erholen als der DAX, aktuell bei 3.019 Punkten. Wir sehen den Nasdaq, der aktuell bei 7.993 handelt, nämlich der Nasdaq 100. Wir sehen den Dow Jones bei 27.155. Hier sehen wir auch diese Enttäuschung über die EZB. Dazu noch belastet Caterpillar, Boeing. Also wirklich Schwergewichte im Dow, die hier nicht gut laufen. Wir sehen den Euro bei 1,1126 nach wie vor unter Druck. Wir haben Gold bei 1419 wenig verändert und das amerikanische Crude Oil bei $56.04. Das soll es erstmal gewesen sein. Der normale Wahnsinn geht weiter heute Abend. Der normale Wahnsinn im Marktgeflüster. Ich würde mich freuen, wenn Sie da dabei sind und wünsche jetzt erstmal einen guten Start in diese Woche, meine Damen und Herren. Bis dann, Servus und Ciao.